Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir nur so, oh mein Gott, hoffentlich kommt unser Sohn nicht heute zur Welt. Ich habe nämlich aus dem Fenster geschaut und habe das gesehen. Es war alles komplett vollgeschneit. Gestern war noch gar kein Schnee. Und wenn der kleine Mann sich entscheiden wollen würde, heute zu kommen, dann wäre es vielleicht etwas schwierig, den Berg runterzukommen. Aber in meinem Bauch ist es viel zu gemütlich. Der kommt bestimmt noch nicht. Mein Mann, der kleine Retter in der Not, hat mir erstmal geholfen, meine Schuhe anzuziehen, damit ich nicht barfuß rausgehen muss. Ich sag's euch, meine Kugel ist dieses Mal einfach so viel größer als beim letzten Mal. Dann sind wir eine Runde frühstücken gegangen. Eigentlich essen wir den ganzen Tag nur, wenn wir im Urlaub sind. Ja, und was soll ich sagen? Danach gab es erstmal Mittagessen, eine Pizza. Ich wollte eigentlich nur eine halbe essen, aber kennt ihr das, wenn dann die halbe Pizza noch so da liegt und ihr einfach nicht anders könnt, als sie aufzuessen? Eigentlich hatten meine Tochter und ich ein Spieldate, aber sie hat mich einfach sitzen lassen, also habe ich alleine gespielt. Dann sind wir noch ein bisschen ins Bar gegangen. Es ist echt richtig, richtig schön hier. Ich traue mich ja schon fast gar nicht zu sagen, aber danach waren wir Abendessen. Es gibt übrigens kein Essen mehr, bei dem ich nicht klecker. Mein Bauch ist einfach zu groß. Das war auf jeden Fall der letzte Urlaub zu dritt und morgen geht's wieder nach Hause. Und dann warten wir einfach nur noch auf unseren kleinen Sohn.